Minecraft, willkommen unter meiner Plattform bei Minecraft Sky Factory. Wir haben letztes Mal gesagt, wir müssen uns um die Monsterfalle kümmern und deshalb werde ich hier jetzt mal anfangen. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich die machen soll. Eigentlich habe ich jetzt schon wieder falsch gebaut, glaube ich. Na. 3, 3. Eigentlich wollte ich hier nämlich einen schnellen Abgang hinmachen. Aber wenn ich das jetzt so baue, wie ich das gedacht habe, dann wird das auch nichts. Deshalb werde ich hier noch eins erweitern. Und das hier wegmachen. So, dann haben wir hier erstmal. So, so und so. Okay, und jetzt können wir nach oben bauen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4. 24 geht nicht. Hallo. So, 23, 24, 25. Das ist schon mal gut. So, und jetzt müssen wir die Plattform rausbauen. Ich werde hier mal Fackeln aufstellen. So. 8 läuft das Wasser. 2. Das heißt, wir müssen 9 raus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach so, sollten wir ganz durchziehen? Erstmal hier außen rum. So. Ich beeile mich, dass es diese Folge wirklich noch fertig wird. Und hier sollte ich auch noch ein paar Fackeln aufstellen. Und wird es ein bisschen kritisch. So. 2 sind wir. Also 3, 4, 5, 6, 7, 7. Mehr geht nicht. Scheiße! Zum Glück haben wir hier noch ein bisschen Glimstone mit dabei. Ne? Sieben. Acht. Neun. Dann haben wir auch 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt hier nochmal 9, also 2 haben wir, 3, 4, 5, 6, 7 und keine Steine mehr. Sieben.
Clean Stone, das da ist noch Clean Stone, das ist auch Clean Stone. So, gut, 7. Ich musste ja weg, so wegspringen. 7, 8, 9. Die Außenwände kurz platzieren. Da brauchen wir doch mehr wie gedacht, muss ich sagen. Vier hoch, das reicht. Und dann kommt hier ein Cobblestone-Deckel drauf. Sind die Lampen? Lamp. Red Logistic. Kenne ich gar nicht. Den Mod. Glowstone. Okay. Und die sind mit Redstone gesteuert. Das wäre cool. Dann gucken wir mal nach einem mehreres. Ja, Transmitter und den Receiver. Okay, das ist gut. Dann machen wir jetzt erstmal so. Dass hier nichts spawnt. Ich muss kurz prüfen. Da drüben ist noch gelb. Das machen wir jetzt noch weg. Wir müssen uns noch mal ein Bildeswand machen und dann können wir auch mal gleich gucken nach diesen Lampen. Da brauchen wir ja nicht viel für. Pulverizer. Brauche aber den hier. Eisen. Einen Diamanten. Das da brauchen wir auch. Sticks brauchen wir noch. Okay, also Lamp.
Die sehen cool aus, aber die sehen auch irgendwie cool aus. Dann brauchen wir einen Haufen Glas für. Ich mach mal die hier. Glowstone. Ich habe nur 36 Glowstone. Das ist ein bisschen mager. Gut, das funktioniert schon mal. Dann Red Alloy. Das hier brauchen wir. Red Alloy. Eisen und Redstone. Eisen haben wir wohl alles verbraucht. Hm? Das Rezept wurde, glaube ich, vereinfacht. Ein Stack. Ein Wildes Wand haben wir, das haben wir. Ich glaube, wir haben alles soweit. Nein, Cobblestone vergessen. Dann müssen wir noch mal schnell hoch. Mann, wir wollen das heute noch fertig kriegen. Ui, das war knapp, würde ich mal behaupten. Ah, okay. Ich hatte schon Angst, dass der mir das Wasser wegmacht. Okay. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir. Warte mal, hier oben machen wir die Fackel noch hin. Da ist noch ein roter Fleck. So. Jetzt kommt hier noch Cobblestone rein. Nein! Immer. Das ist halt bei dem Bildersmann wirklich doof. Wenn du dich da einmal verklickst, dann hast du die Kacke am Dampfen.
Weil der einfach so eine hohe Range hat. So, aber wir haben es gleich gepackt. Wenn uns jetzt nicht noch einer überrascht. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir das überhaupt testen können. Da kommt ja sowieso Wasser hin. So, und hier, dann würde ich sagen, da und da. Boah. Ist zwar egal, wenn ich da runterfalle, ja, weil da Wasser ist, aber ich wollte trotzdem nicht runterfallen. So. Dann bauen wir uns da kurz eine Treppe. Mann! Natürlich verpeilt. Ah, ärgerlich. Die ganzen Redstone Wire noch mal neu legen. Red Alloy. Red Alloy, nicht Redstone Wire. Thank you.
Ne, da kurz hin. Ah ja, wir sind bei 20 Minuten angelangt. Ich muss eigentlich nicht mehr viel machen. Für den Moment. Ich muss jetzt die Verkabelung noch machen, dann hier oben nochmal ausleuchten. Und dann sind wir eigentlich durch. So, alles leuchtet, das passt schon mal. Zack. 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 So, jetzt gucken wir, ob die Lampen alle an sind. Sind sie? Dann kann man das hier wegmachen. Ich setze mal kurz einen Hebel hier oben dran. Dass es hier nicht zu dunkel wird. Und dann sehen wir ja auch schon, wo wir noch diese Lampen brauchen. Nämlich hier. Da pflanzen wir noch welche rein. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt markieren soll. Ich pflanze unten Fackeln hin. Das ist, glaube ich, am besten. So. Theoretisch würde die Monsterfalle jetzt so funktionieren. Aus was kriege ich denn Glowstone? Wir müssen natürlich für ganz unten noch irgendwas bauen, dass wir ganz runterkommen. Glowstone. Hier haben wir noch Glowstone. So. 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 Was gehört da nochmal hin? Ah, Bone Meal. Vier brauchen wir noch. Bone Meal. Ganz da. Und Red Alloy Wire brauchen wir noch. Ein paar. So, Wasser. Dann nehme ich jetzt mal kurz das hier, damit wir unten die Monsterfalle fertig bauen können. Dann kommt hier eine Lampe. Hier eine Lampe. Da eine Lampe. Und hier auch. Gut. Guck mal gerade, ob das passt. Nee, passt nicht.
Hier. Auch nicht. Da. Ah, da ist. Okay. Nee, das hat jetzt wieder nicht gepasst. Ich glaube aber jetzt. Jetzt sind alle an und wir haben hier genügend Licht. Sehr gut. Dann können wir das abbauen. Hier zumachen. Und sobald der Hebel umgelegt wird, ist unten dunkel und die Monster spawnen. Und hier kommt dann noch so ein Dings dahin. Ein Wireless Receiver und ein Wireless Transmitter. Und dann ist das gut. So, jetzt habe ich wieder was umgebaut, jetzt muss ich noch mal gucken. Holt alle an. Sehr schön. Wir kommen jetzt noch ganz nach oben, ganz nach unten. Wir müssen aber unten noch mal ausbauen. Am besten nach hinten und zwar bis, wo sind wir denn? 82. 82, jetzt gucken wir gerade mal, wo wir hier sind. Mitte von diesem Teil. Gut, aber das machen wir nächste Folge. Dann wird die Monsterfalle aktiviert. Wir müssen jetzt noch einen Weg nach oben bauen. Wobei ich mir überlege, ich könnte auch einfach die Struktur vom oberen Gebäude vorne nach unten ziehen. Das mache ich aber glaube ich nicht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Monsterfalle ist soweit aktiviert mit Redstone. Das heißt, sie ist nicht die ganze Zeit permanent an, sondern ich kann sie an- und ausschalten. Jo, bis dahin. Ciao, Minecraft.